sterben, denn ich muss gehen. Wozu behalten Sanofen? Es wird zu dunkel, um noch zu sehen. Mir ist, als klopft ich an die Himmelstür. Ich glaub, ich stehe vor der Himmelstür. Ich glaub, ich stehe vor der Himmelstür. Szene im Western Pat Garrett jagt Billy the Kid, in der Sheriff Pat Garrett seinen früheren Freund, den Outlaw Billy the Kid, verhaften will. Es kommt zum Schusswechsel. Pat Garretts Begleiter, Sheriff Colin Baker, wird bei der Schießerei schwer verwundet. Der Songtext handelt von den Gefühlen des Sheriffs Baker, der im Beisein seiner Frau den Tod erwartet. In der weiteren Filmhandlung verfolgt Pat Garrett den flüchtenden Billy the Kid, stellt ihm einen Hinterhalt und erschießt ihn ohne Vorwarnung. Das geschah historisch verbrieft am 14. Juli 1881. In diesem Film von 1972 hat Dylan als Schauspieler mitgewirkt und die Rolle eines Folksängers und Begleiters des gesetzlosen Billy the Kid gespielt. Außerdem stammt von ihm auch der komplette Soundtrack zum Film. In der Coverversion der Band Guns N' Roses ist der Song überaus populär geworden. Was aus unserer Fassung wird, das weiß ich nicht. Oh. Hatte ich einen ganz wüsten Traum. Und zwar, ich träumte, ich geriete in den Dritten Weltkrieg.
Am nächsten Tag ging ich dann zum Arzt, um zu sehen, was er dazu sagen konnte. Und der Arzt sagte... Ja, das ist ein böser Traum gewesen, aber Sie müssen sich deswegen keine Gedanken machen. Das ist Ihr eigener Traum und Träume sind nur in Ihrem Kopf. Ach, ja. Boah. Ich sagte, hey, Moment mal. Also, in meinem Kopf, ja, da ging der Dritte Weltkrieg. Da sagte der Doc. Schwester, notieren Sie, der Junge ist durchgeknallt. Dann packt er mich am Arm, der Doc, und dann, ich sagte, ouch! Und als ich dann auf der Psychiater-Couch landete, sagte der Doc zu mir... Ja, jetzt erzählen Sie mal. Also, Moment. Also das Ganze fing an, so Punkt 3 Uhr fing das Ganze an und Punkt 3 und war Viertel nach 3 war es vorbei. Viertel nach 3 war es vorbei. Ich hockte nämlich mit meiner Kleinen in der Kanal, Kanalisation, so heißt es ja, ja. Und ich linse aus dem Gulli raus, ja, um nachzusehen, wer das Licht angemacht hat. Also, ich stehe also auf und laufe umher, rauf und runter durch die einsame Stadt laufe ich hin und her. Und ich frage mich, wohin ich überhaupt eigentlich gehen soll. Dann mache ich mir eine Parkuhr, dann mache ich mir eine Zigarette an, und gehe dann die Straße runter. Das war unglaublich, es war ein ganz gewöhnlicher Tag, ja. Ich klingelte dann am Bunker, steckte den Kopf rein und brüllte, hey, gib mir meine Bohne! Gib mir meine Bohne, ich hab Hunger! Ha? Jemand ballert plötzlich los. Und ich renne natürlich weg. Ich mach denen aber wirklich keine Vorwürfe. Nee. Ich weiß, ich sehe ja ein bisschen komisch aus. Okay. Unten an der Ecke, dann neben der Würstchenbude, ja, da sehe ich einen Mann. Da sage ich zu dem, hey Freund, ja? Hey, du, Alter, hey, ich schätze, wir beide sind hier ganz allein. Ja? Wisst ihr, was der macht? Der kreischt ein bisschen und haut einfach ab. Ja? Nee, der hat wohl gedacht, ich wäre wohl ein Kommunist. Dann sehe ich ein Mädchen. Ich sehe ein Mädchen. Und ehe sie verschwinden kann, sage ich zu ihr, oh. Okay, also ehe sie verschwinden kann, sage ich zu ihr, komm, Baby, spielen wir Adam und Eva. Ich nehme an ihre Hand und mein Herz. Mein Herz macht... Und da sagt sie, hey Mann, du hast so einen Knall. Du siehst doch, was beim letzten Mal dabei rausgekommen ist. Wisst ihr was? Ich sehe einen Cadillac. Einen Cadillac mit einem offenen Fenster. Und... keiner in der Nähe. Ich hüpfe also auf den Fahrersitz und fahre 42. runter in meinem Cadillac. Hey, das ist ein prima Auto nach dem Krieg. Dann, ich erinnere mich an irgendeine Werbung. Und macht das Radio an. Ich hatte aber die Gebühr nicht bezahlt. Und deshalb tut das Radio das auch nicht so gut. Ne? Dann mache ich den Plattenspieler an. Und da singt Rockaday Johnny. Der singt dann, sag deiner Ma, sag deinem Pa, unsere Liebe wird wachsen. Oh, oh, oh. Hey, sag deiner Pa, sag deiner Ma, unsere Liebe wird wachsen. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Sag deiner Ma. Ich hab doch Scheiße. Nee, ich fühle mich, ich ist. Ich fühle mich irgendwie allein. Ich bin auch traurig. Ich brauche ganz einfach jemanden, mit dem ich reden kann! Und
deshalb rufe ich die Zeitansage an. Also bloß, um überhaupt irgendeine Stimme zu hören. Ne? Beim nächsten Ton des Zeitzeichens ist es 15 Uhr. Das sagt die über eine Stunde lang. Über eine Stunde lang. Oh Mann, ich hänge natürlich auf. Also, ungefähr an dieser Stelle hat der Doc mich dann unterbrochen. Und dann hat er gesagt... Also ich habe durchaus gleiche oder ähnliche Träume gehabt wie Sie, aber meine waren doch ein wenig anders an einem entscheidenden Punkt. Ich habe geträumt, nach dem Krieg wäre ich alleine übrig. Von Ihnen habe ich da nichts gesehen. Hey, was? Ja. Von mir nichts gesehen? Nein. Nein, du. Ja. Inzwischen ist ja einige Zeit vergangen, ne? Und es scheint, dass jetzt alle so irgendwie so etwas träumen. Jeder sieht sich so rumlaufen, ne? Und jeder so rum, ohne aber den anderen dabei rumlaufen. Die Hälfte der Leute kann immer teilweise recht haben. Manche Leute können zeitweise ganz recht haben, aber alle Leute können nicht immer völlig recht haben. Ich glaube, das hat der Abraham Lincoln. Ich glaube, das hat Abraham Lincoln gesagt. Hey, ich lass dich in meinen Traum, wenn ich in deinem sein darf. Habe ich gesagt. Applaus